Sind ITler eigentlich immer noch unterbezahlt oder schon massiv überbewertet? Zahlen Betriebe vor allen Dingen für junge IT-Absolventen eigentlich viel zu viel? Viele ITler sind immer noch unterbezahlt, sagt er zu mir. IT-Leiter aus dem mittelständischen Betrieb. Ganz ehrlich, bei der Nachfrage müsste doch der Preis für so einen ITler durch die Decke gehen. Der selber eigentlich kein Interesse daran hat, mehr zu bezahlen für die Menschen, die er dringend für sein Team benötigt. Denn er hat große Probleme in seinem mittelständischen Betrieb, wo er die IT-Abteilung verantwortet, IT-Administratoren, Netzwerkadministratoren, System-Engineers zu finden. Aber er sagt trotzdem, Christian, ich kann dir ganz ehrlich sagen, am Ende sind ITler immer noch massiv unterbezahlt. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich grüße euch hier aus dem abendlichen Basel, aus unserem Basel-Büro. Ihr seht, es wird langsam dunkel draußen. Aber aus aktuellem Anlass, weil ich genau vorhin dieses Telefonat mit ihm hatte, dachte ich, ich mache spontan ein Video. Seht mir nach, wenn vielleicht die Lichtqualität hier nicht optimal ist, aber ich habe mich entschlossen, bevor der Tag zu Ende geht, noch dieses Video zu machen und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Christian, am Ende, sei mal ganz ehrlich, nur zwischen uns beiden, sagt er, sind die ITler doch immer noch massiv unterbezahlt. Und das sagt er zu mir, obwohl ich ja selber weiß, wie zum Beispiel die Gehälter von IT-Administratoren in den letzten 5-6 Jahren gestiegen sind. Sind ITler eigentlich immer noch unterbezahlt oder schon massiv überbewertet? Zahlen Betriebe vor allen Dingen für junge IT-Absolventen eigentlich viel zu viel? Gibt es da noch den wohl versprochenen Value for Money? Gibt es da eigentlich noch am Ende wirklich Wertschöpfung, die durch diese Person auch angemessen erzeugt werden kann? Darum geht's heute. Los geht's. Händeringend werden ITler in der ganzen Industrie, im gesamten Mittelstand eigentlich gesucht. IT-Administratoren zum Beispiel, Leute, die sich um Netzwerke kümmern, um Server, um Applikationen, um Security, um Daten und so weiter. ITler sind begehrt, das zeigen auch alle Statistiken. Das heißt, überall in der Schweiz, in Deutschland, in Luxemburg, in wahrscheinlich den meisten europäischen Ländern ist es gleich. ITler sind ein rares Gut. Und wo viele Menschen, viele Unternehmen das Gleiche suchen, auf eine begrenzte Anzahl von Menschen treffen, die das bringen können, steigt normalerweise der Preis. Und ich glaube, das haben wir gesehen und ich kann es untermauern. Aus meiner Erfahrung der letzten 8 Jahre sind die Gehälter für ITler kontinuierlich gestiegen. Aber ich möchte heute mit euch mal darauf gucken, ob sie überhaupt genug gestiegen sind oder ob es eigentlich im Vergleich zu dem Bedarf, den es gibt, immer noch sehr niedrige Gehälter sind. Und wo viele das Gleiche wollen, steigt normalerweise der Preis. So auch am Personalmarkt. Also ganz viele Betriebe suchen die gleichen IT-Qualifikationen und das müsste eigentlich die Preise nach oben treiben. Nur wie weit? Und was sind vielleicht die Faktoren, warum Preise über bestimmte Level nicht hinauskommen? Der IT-Leiter rief mich heute an und sagt zu mir, Christian, ich muss off the record sagen, klar, ich spreche jetzt gegen mich, sagt er, ja, weil ich suche ja selber Leute und die möglichst günstig, aber am Ende sind doch ITler immer noch maßlos unterbezahlt. Und da frage ich ihn mit so einem Schmunzeln, ja, warum? Warum denkst du das? Warum sagst du das? Und da sagt der Christian, ganz ehrlich, bei der Nachfrage müsste doch der Preis für so einen ITler durch die Decke gehen. Überall an der Börse, wenn es so viel Nachfrage auf begrenzte Anzahl geben würde, würden die Preise durch die Decke gehen. Überall sonst ist das so. Warum nicht an dem Markt für IT-Personal? Warum sind die Preise zwar gestiegen, aber am Ende doch nur proportional und zwar ein bisschen zum Inflationsausgleich? Mehr doch nicht, sagt er. So, und das möchte ich mit euch heute mal angucken. Also hat der Preis eigentlich wirklich viel mit der Nachfrage zu tun oder hat er sich mehr an Inflationsausgleich gekoppelt oder was auch immer? So, ich fokussiere mich da in diesem Beitrag drauf. Losgetreten eigentlich von diesem Anruf heute Nachmittag und spontan für euch gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Bedarf an IT-Personal ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Ich kann es aus meinem persönlichen Erleben wirklich nur sagen, alle Firmen suchen händeringend die gleichen Menschen. Und sie suchen sie in bestimmten Altersklassen und sie suchen sie in bestimmten Technologiequalifikationen. SAP-Themen, MS365, bestimmte Cloud-Themen und so weiter. Das heißt, es gibt eine sehr starke Fokussierung im Bereich bestimmter IT-Kompetenzen auf eine Altersgruppe und auf bestimmte fachliche Themen. Und da ist ein Wahnsinnswettbewerb in Brach. Und das könnt ihr selber mal cross-checken. Machst du mal MS365 Engineer oder Systemadministrator Windows in irgendein Jobportal rein und siehst du in deiner Region, egal ob in der Großstadt oder ländlich, dass da Hunderte, teilweise Tausende von Stellen ausgeschrieben sind. So, das heißt, wir müssen nicht in Frage stellen, ob genügend Wettbewerb da ist, ja, genügend Nachfrage da ist. Das ist zweifelsohne so und ich glaube, er war noch nie größer.
Er war aus meiner Sicht noch nie größer. Ich habe noch nie erlebt, dass so viel Nachfrage nach den gleichen IT-Qualifikationen war wie in den letzten 2-3 Jahren. Und Corona hatte auch nochmal die Corona-Zeit hat einen Wahnsinnsboom nochmal in diesem Bereich gelegt, der bis jetzt auch nicht abreißt, muss ich sagen. Also vielleicht auch die Menschen unter euch, die auch mich angesprochen haben, sagt Christian, aber vielleicht schwächt sich das jetzt wieder ab. Sage ich, nein, es schwächt sich nicht ab. Im Gegenteil, die Digitalisierung nimmt eigentlich weiter an Fahrt zu und es gibt so eine Unterdeckung in den Betrieben, dass eigentlich auch da sich der Markt nicht entspannt. So, aber jetzt müssen wir uns das mal ganz plakativ vorstellen. Ja, jetzt wollen 30 Betriebe in deiner Region den IT-Administrator haben. Jetzt müsste doch eigentlich das Gesetz des Marktes dafür sorgen, dass die sich hochbieten. Ja, also der müsste ja jetzt eigentlich da sitzen und sagen, so, du mach mir ein Angebot, du mach mir ein Angebot, du mach mir ein Angebot, du mach mir ein Angebot. Und der, der mir das Beste, im Endeffekt auch das Attraktivste und somit höchstwahrscheinlich auch den größten Price-Tag dran schreibt, der kriegt von mir den Zuschlag. Das heißt, bei dem arbeite ich dann für eine Zeit. Ist das wirklich so oder gilt das im Personalmarkt gar nicht so? Warum kostet dann IT-Administrator mit 2 Jahren nicht auf einmal 90.000 Euro? Wenn die Firmen ihn noch dringend brauchen, wenn es existenzbedrohend teilweise ist, und die Geschichten höre ich ja jeden Tag aus dem Mittelstand, ja warum zahlt man dann maximal 50 oder 55? Warum nicht 90? Weil man könnte ja mit ihnen dann vielleicht wirklich sein Problem sofort lösen und das könnte ja vielleicht sogar viel, viel mehr als 90.000 Euro Bruttogehalt plus Arbeitgeberkosten und so weiter wert sein. Also, warum passiert das nicht? Warum treibt es eigentlich die Gehälter nicht weiter nach oben? Oder sagen wir mal, nicht noch stärker weiter nach oben? Die Gehälter sind gestiegen, aber aus meiner Sicht kann ich sagen, vielleicht um 20% in manchen Bereichen, vor allem im Einstiegsbereich oder im sehr qualifizierten Bereich, hat man teilweise noch eine stärkere Anstiegsrate jetzt gesehen als in anderen Bereichen. Also ich finde zum Beispiel Young Professionals, die eine Ausbildung gemacht haben oder vor allen Dingen, die ein IT-bezogenes Studium gemacht haben, werden schon zu sehr, sehr, sehr satten Preisen eigentlich von den Betrieben eingekauft. Wenn die Leute da eine gute Persönlichkeit aufweisen, Motivation und so weiter haben, dann zahlen die schon mittlerweile deutlich mehr für diese Berufseinsteiger am Ende, denen man ja auch noch die meisten Dinge beibringen darf, als das noch vor 5-6 Jahren der Fall war. So, in dem Bereich der sehr spezialisierten Technologien sind die Preise auch, also die Lohn-, ja, also Gehaltsniveaus, ja, deutlich nochmal angestiegen. Also ich weiß, für Cloud-Engineers, für Solution-Architekten im Cloud-Umfeld, für bestimmte OpenStack-Technologien und so weiter, da sind die Preise teilweise nochmal stärker gestiegen. Aber ich würde sagen, nicht exorbitant, nicht exorbitant. Also ich kenne keinen Fall, wo jetzt zum Beispiel ein Cloud-Engineer noch vor 3-4 Jahren vielleicht 70 oder 80 verdient hätte und jetzt wird er 160 verdienen. Kenne ich nicht. Ja, oder wo er in der Schweiz vielleicht 115 verdient hätte und dann wechselt er, verdient er 180. Im Gegenteil, zum Beispiel in der Schweiz erleben wir im IT-Umfeld, dass die Reise ruckzuck bis 120, 125, 130 im IT-Umfeld geht. Das erreichen die Leute relativ schnell und auch kürzer, als es früher war. Also die brauchen kürzer, um auf dieses Gehaltsniveau zu kommen. Aber die 140, 150 und plus erreichen dann die Menschen nur noch weniger, ja, oder wenige davon. Und auch diese Reise ist dann nochmal mit einigem verbunden. Das heißt, es geht dann nicht nahtlos einfach weiter. Das heißt, es gibt schon bestimmte Schwellenwerte, die sich im Markt ausgebildet haben, die dann nicht so leicht zu durchbrechen sind. Trotz extremer Nachfrage, trotz der Nachfrage, ja, oder trotz der Situation, dass eben 20, 30, 40 Betriebe hier im unmittelbaren Umkreis von unserem Büro wahrscheinlich einen System Engineer suchen. So, aber die scheinen sich nicht so hoch zu bieten, dass am Ende der System Engineer dann 170 kriegt. So, sondern die sagen, nee, also maximal 125, 130, 135 und dann ist aber auch Schluss. Ja, so. Und in Deutschland sehe ich das Gleiche, in Luxemburg sehe ich das Gleiche. Am Ende kann dann jemand kommen, der vielleicht wirklich auch teurer ist, als das Unternehmen sich das vorgestellt hatte, aber der wird dann nicht eingestellt. So, das heißt, irgendwo sind die Betriebe dann nicht bereit, das dringende Problem des Fachkräftemangels mit vielleicht 10%, 20%, 30% mehr Gehalt zu erkaufen. Und ich erkenne auch den Trend, dass manche Betriebe auf Preisniveaus noch Lohnstufen entwickelt haben, die nicht mehr zum Markt passen. Nicht mehr zum Markt passen. Das sieht man sehr stark in den öffentlichen Strukturen. Ja, die haben ja dann ganz feste Lohntableaus und da ist es ganz schwierig, wirklich jemanden zu finden, der dann in der heutigen Zeit teilweise noch reinpasst. So, die haben das Problem von der Seite. Aber selbst in der Privatwirtschaft sehe ich, dass teilweise die Gehaltsstrukturen nicht schnell genug angepasst worden sind. Aber dennoch, zurück zu der Aussage von dem IT-Leiter zu mir, Christian, normalerweise müssten doch die Preise für IT-Leiter durch die Decke gehen. Aber also bei so einer Nachfrage, ja, und so einem begrenzten Angebot müssten sie sich doch eigentlich
viel, viel stärker entwickeln. Warum ist das nicht so? Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr schreibt, weil ich glaube auch, dass in manchen Bereichen eigentlich noch mehr Preissteigerung einfach nur marktgerecht wäre. Und zwar nicht aufgrund nur der außerordentlichen Qualifikation, sondern aufgrund der Nachfrage. Einfach weil die Unternehmen im Wettbewerb sind. Aber, und jetzt kommt die Psychologie der Menschen da ins Spiel, die diese ITler sind, also die sich dann vielleicht für einen Job irgendwo begeistern lassen oder sich interessieren, die sind teilweise dann auch bereit, für relativ moderate Gehaltszuwächse zu wechseln. Also ich erlebe es ganz viel, dass Menschen vielleicht auf dem Niveau von 80.000, 90.000 sind, in einer guten IT-Position, die wechseln dann aber auch schon für 4.000, 5.000 Euro mehr aufs Jahr und stellen nicht die Anforderung, 20.000 dran zu schreiben. Und ich weiß auch nicht, und das finde ich wirklich lustig, weil der Gedanke kam mir heute Nachmittag, ob sie es nicht könnten. Also ob sie es nicht könnten, ob sie nicht einfach sagen würden, du, ich verdiene 90, ich möchte 110. Ob sie nicht auch dort verharren in alten Mustern, die vielleicht gar nicht mehr so marktkonform sind. Also vielleicht könnten sie wirklich hingehen und sagen, du, weißt du was, ja, ich verdiene 90, sage ich dir ganz offen, aber ich kann auch 115 verdienen und den Sprung mache ich jetzt einfach. Ob sie nicht selber durch die Art, wie sie sich dann verpreisen, eigentlich diese moderate Preisentwicklung gestalten. Also man könnte es von zwei Seiten sehen. Einmal von der Unternehmensseite, die ganz sicherlich dem Markt ein bisschen hinterherlaufen und auch emotionale Barrieren haben und natürlich auch strukturelle Barrieren haben, Preise jetzt zu akzeptieren, Gehaltstax zu akzeptieren, die dann auf einmal große Sprünge zu den bisherigen darstellen. Ja? Das hat was mit Lohnstrukturen zu tun im Team, auch mit den Führungskräften, was verdienen die. Aber am Ende muss man da auch sagen, muss ein Unternehmen sich am Markt messen. So, und entweder die IT ist dir wichtig und du brauchst die Person und du brauchst die dringend, dann musst du dir überlegen, ob 15% mehr Gehalt nicht die bessere Option ist, als anderthalb Jahre eine Stelle unbesetzt. Leute verlassen dich, Leute kommen nur kurze Zeit, sind wieder weg. Also das muss man sich auch mal gut durchrechnen. Aber ich glaube, diese zähe oder träge Anpassungsgeschwindigkeit von Unternehmen ist definitiv da, nicht bei allen, aber bei vielen. Und aus Seite der ITler selbst erlebe ich eben auch, dass sie am Ende noch zaghaft agieren. Ich erlebe kaum aggressives Verhalten, ja, das, also aggressiv im Sinne von sportlich aggressives Verhalten, dass sie sagen, Christian, wie gesagt, 90.000, 115, ich habe genug Angebote, sondern die rechnen selber, 90.000, naja, mit 94 wäre ich dann zufrieden oder 95. Das ist denen dann auch genug. Und zurück ist eben, warum ist das eigentlich so? Ist es einfach so, dass der Markt diese Gehälter auch gar nicht zahlen würde? Würden die dann Abfuhren kriegen? Gäbe es keinen, der ihnen die 110, 115 bezahlt, von 90 kommend? Oder würden sie sie eigentlich kriegen, wenn sie sie einfordern würden? So, und da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Diese Diskussion möchte ich mal lostreten. Also, warum gehen die Preise für IT, qualifizierte IT-Menschen eigentlich nicht durch die Decke? Warum wird sich da nicht mehr hochgeboten? Wer ist da die treibende Kraft? Sind es wirklich die Unternehmen, die sagen, nein, mehr ist er mir dann doch nicht wert, mehr Wertschöpfung erbringt er mir doch nicht? Oder ist es ein Wechselspiel aus den Unternehmen und dem auch, wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch zurück, also auch den Menschen, die am Ende dann die zukünftigen Mitarbeiter da sind, dass die bei Gesprächen vielleicht gar nicht auch für sich gedanklich diesen Schritt machen können, sich deutlich höher zu verpreisen. Es ist doch nur die Frage, wie sehr brauchen die Unternehmen wirklich IT-Fachkräfte? Also brauchen sie wirklich dringend? Ja, und ist es existenzbedrohend? Ich glaube, dann wären die doch bereit, fast alles zu tun. Und ist es dann so ein großer Unterschied, ob ein IT-Administrator 45, 50 oder 60 verdient? Ist das wirklich wirtschaftlich relevant für ein Unternehmen? Oder ist es eigentlich mehr etwas, wo man Angst hat, dass im Team es dann, also in den sonstigen Organisationsstrukturen, vielleicht zu, ja, hinter vorgehaltener Hand Beschwerden kommt, ja, oh Gott, wieso verdienen die in IT so viel, wir verdienen ja weniger. Oder ist es einfach so, dass vielleicht ein Unternehmen dann auch sagt, ach, wenn man nicht für 48 oder 50 kriegen, dann lassen wir die Stelle halt anderthalb Jahre offen, macht ja nichts. Wir warten, bis wir wieder einen für 48 kriegen, weil für 55 stellen wir einfach keinen ein. Die 7.000 Euro mehr, die wollen wir uns nicht leisten, so wichtig ist die IT-Administration für unser Business dann doch nicht. Ich glaube, wir alle wissen, dass es so nicht ist, also lasst mich mal wissen, was ihr denkt. Wäre es denn vorstellbar, dass so ein Cloud-Engineer irgendwann 300.000 Euro verdient? Wäre das denkbar? Weil es vielleicht am Ende so viel Bedarf danach gibt
Und der wird einfach nicht gedeckt. Und das Unternehmen sagt, hey, bevor ich hier kaputt gehe oder ich in meinem Business nicht mehr vorankomme, zahle ich gerne 300.000 Euro. Früher haben sie zwar 90 gekostet, jetzt zahle ich 300.000 Euro, aber was soll's? Wir sind ja eh in einem hochinflationären Umfeld. Also klar, nehme ich ihn lieber, denn er ist gut, anstatt meinem Wettbewerber. Was glaubt ihr? Ist das denkbar? Wer verpreist denn eigentlich die Leistung von der IT? Ganz im Ernst. Es ist ja nicht Vertrieb, wo du sagst, okay, Umsatz reingebracht, so und so viel kann ich buchen. IT ist IT. IT ist aber am Ende fast unser aller Existenz. Fast jedes Geschäftsmodell ist so durchsetzt und abhängig von IT. Funktioniert deine IT nicht, funktioniert dein Geschäftsmodell nicht mehr. Also, wie setzen wir einen vernünftigen Price-Tag an die IT? Bewegen wir uns im Wettbewerb, dann müssten wir ja eigentlich immer leicht besser bieten als der Wettbewerber. Oder andere Faktoren müssten so übergewichten, dass wir es schaffen, vom Price-Deck vielleicht sogar gleich oder leicht drunter noch einzukaufen. Aber wie lange wird dir das gelingen? Wenn wir auf die Wertschöpfung selbst gucken, ja, wer bemisst denn die Wertschöpfung von einem IT-Administrator im Vergleich zu einem operativen Mitarbeiter, vielleicht im Lager oder einer Finanzbuchhaltung? Wenn die einen Fehler macht, kostet auch richtig viel Geld. Wenn ein IT-Administrator Fehler macht, kostet auch richtig viel Geld. Ja, woher weißt du denn, dass der IT-Administrator dann nur 50 kosten darf? Klar, es steht in deinen Budgets, aber wer hat es da reingeschrieben und warum? Wie kamt ihr überhaupt auf die Zahl? Überlegt euch das mal. Habt ihr da etwas übernommen, was irgendwie schon immer so war? Oder habt ihr mal aus 45 in den letzten 3 Jahren dann 50 gemacht? Also überlegt mal, wie kommt ihr auf die aktuellen Budgets, die ihr da setzt für eure Mitarbeiter in der IT-Abteilung? Ist es wirklich, dass ihr im Markt mitspielt? Oder ist es mehr, dass ihr eigentlich die Musik intern spielt und sagt, nein, nein, also damit sich hier keiner beschwert und damit das alles noch ins Gefüge passt, darf es mehr nicht kosten. Die Frage ist dann, warum sind eure Stellen so lange offen? Und warum kriegt ihr vielleicht zu bestimmten Preisniveaus einfach keine guten Leute mehr? Das ist etwas, was ich heute noch mal ein bisschen anstupsen will bei euch. Überlegt euch das mal ehrlich. Und was ist da auch die clevere Strategie? Es ist die cleverere Strategie zu sagen, nein, also wir gehen ja hier nicht im Bieterwettbewerb, das machen wir aus persönlichen Überzeugungen nicht, weil so wichtig sind die Leute denn nicht für uns und wir wollen auch keinem das Gefühl geben, dass er sehr wichtig ist. Ja, warum nicht? Ist er nicht wichtig oder willst du ihm nur das Gefühl nicht geben? Dann sagt er, brauchst du mir auch nicht geben, weiß ich auch ohne, dass du es mir gibst. Ich bin nämlich wichtig. Oder ist eine clevere Strategie, 1,5 Jahre eine Stelle offen zu lassen, aber nichts am Setting zu ändern, immer wieder Kandidaten ins Gespräch zu holen, nichts zu gewinnen, weil wieder wer anders mehr bietet und vielleicht nicht nur mehr Gehalt, vielleicht auch mehr Rahmenbedingungen bietet, ist es dann noch wirtschaftlich sinnvoll, deine Strategie so umzusetzen? Kostet das dich am Ende viel, viel mehr, als hättest du vielleicht beim Gehalt 3.000, 4.000, 5.000 Euro draufgesetzt und hättest den Kandidaten vielleicht nicht unterboten in seinen Vorstellungen, sondern überboten in seinen Vorstellungen und hättest die Stelle zugemacht in 2-3 Monaten. Wer weiß. Also, ich bin sehr gespannt, was ihr erlebt habt, ob ihr als Unternehmer, Geschäftsführer, IT-Leiter, HR-Verantwortliche vielleicht bestimmte Erfahrungen damit gemacht habt. Vielleicht nehmt ihr ja auch wahr, dass seit Jahren ihr eigentlich einen Anstieg in Gehaltsforderungen in der IT habt, wo ihr vielleicht kopfschüttelnd sitzt und sagt, nein, können wir nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht. Dann schreibt mir rein, was die Gründe sind. Und wie ist es für euch, wenn ihr im Bereich IT aktiv seid, ja, wenn ihr Spezialistinnen seid und Spezialisten in dem Bereich IT und natürlich einen guten Job habt und euch vielleicht draußen umschaut, wenn ihr mit eurem gegenwärtigen Arbeitgeber über die nächste Gehaltsrunde sprecht, wie geht ihr daran? Habt ihr für euch auch mal rausgefunden, getestet über Gespräche, was würde euch der Markt eigentlich bieten? Und fühlt mal in euch rein, seid ihr selbst der limitierende Faktor, weil ihr euch eben nicht traut, aus 90 115 zu machen? Habt ihr es überhaupt mal versucht? Ich bin sehr gespannt, von euch zu hören. So, ein kleiner spontaner Beitrag hier am Abend, losgetreten von diesem Statement des IT-Leiters. Christian, normalerweise sind doch die ITler immer noch komplett unterbezahlt für das, was da an Nachfrage besteht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus, euch einen schönen Feierabend. Viele Grüße aus Basel, das war Christian. Alles Gute.